Wenn Ihre Achillessehne schmerzt, sollten Sie das checken und rechtzeitig behandeln lassen. Die Beschwerden können nicht nur chronisch werden, die Sehne kann sogar reißen. Wissenswertes zur Behandlung Ihrer gereizten Achillessehne erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preis. Wenn Ihre Achillessehne schmerzt, zum Beispiel beim Aufstehen, wenn Sie die ersten Schritte machen oder auch beim Sport, dann sollten Sie das unbedingt abklären lassen. Denn eine solche Reizung kann nicht nur chronisch werden, à la longue kann die gestresste Sehne sogar reißen. Aber der Reihe nach. Eine Achillessehnenreizung tritt meist nach einer ungewohnten oder sehr intensiven Belastung auf. Nicht ungewöhnlich ist, dass der Schmerz jedoch erst am Tag nach der Belastung spürbar ist. Die Achillessehne schmerzt vor allem, wenn Sie aufstehen und die ersten Schritte machen, wenn Sie darauf drücken oder wenn Sie sie belasten. In einer solchen Situation sind zunächst einmal Sie selbst gefordert. Auch wenn es schwer fällt, Sie müssen die Belastung reduzieren. Das heißt, Ihre Achillessehne benötigt unbedingt eine Sportpause. Zusätzlich sollten Sie die Sehne mehrfach täglich mit einem Cold Pack kühlen und für ein paar Tage ein entzündungshemmendes Gel auftragen. Ist die akute Schmerzphase nach ein paar Tagen überwunden, sollten Sie die natürliche Selbstheilung, die es ja Gott sei Dank gibt, weiter unterstützen. Das geht am besten, indem Sie die lokale Durchblutung im Bereich der Achillessehne mit Wechselbädern und Eisabreibungen anregen. Parallel sollten Sie Ihre Wadenmuskulatur intensiv dehnen. Durch die reduzierte Muskelspannung reduziert sich der chronische Zug an der Achillessehne und das fördert deren Regeneration. Ausführlichere Informationen zur Eigenbehandlung Ihrer Achillessehne finden Sie in einem gesonderten Medclip hier auf unserem Kanal. Verschwinden die Beschwerden nicht, sollten Sie das Problem unbedingt checken und professionell behandeln lassen. Eine ganz wichtige Säule der professionellen Behandlung ist Physiotherapie. So soll durch Krankengymnastik und manuelle Therapie die Spannung der Muskeln reguliert und deren Zusammenspiel verbessert werden. Querfriktion, eine spezielle Form von Massage, verbessert die Durchblutung in der Tiefe des Gewebes. Zudem werden dadurch verklebte Faszien gelöst. Zusätzlich sollen physikalische Behandlungen wie Ultraschall oder Reizstrom zu einer besseren Regeneration des gestressten Gewebes beitragen. Recht erfolgreich bei der Behandlung von Achillessehnenreizung, und das zeigen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, ist die sogenannte Stoßwellentherapie. Hierbei werden hochenergetische Wellen auf die gereizte Sehne geleitet. Die Wellen führen zu einer Aktivierung des Stoffwechsels und fördern so die Heilung. In aller Regel werden 3 bis 4 Stoßwellenbehandlungen im Abstand von jeweils einer Woche durchgeführt. In Stufe 3 der Behandlung der Achillessehnenreizung werden zusätzlich Medikamente eingesetzt. Das sollte immer dann geschehen, wenn sich Ihre Beschwerden unter Stufe 1 und 2, das heißt unter Eigenbehandlung und Physiotherapie, nicht dauerhaft bessern. Eine Achillessehnenreizung ist ein lokales Problem, sollte deshalb auch primär lokal behandelt werden. Tabletten einzunehmen macht wenig Sinn. Der Wirkstoff verteilt sich im ganzen Körper und kann dort zu erheblichen Nebenwirkungen führen. Lokal behandeln heißt, das Medikament sollte ganz gezielt an die gereizte Sehne gespritzt werden. So kann es vor Ort gut wirken, ohne dass ein höheres Risiko auf Nebenwirkungen besteht. Auf Cortison sollte allerdings weitestgehend verzichtet werden. Wir setzen Cortison allenfalls einmalig in einer sehr akuten und sehr schmerzhaften Phase ein. Bei leichteren bzw. chronischen Beschwerden sollte vielmehr eine sogenannte ACP-Behandlung durchgeführt werden. ACP steht für autologes konditioniertes Plasma und ist eine Form der Eigenblutbehandlung. Hierbei entnehmen wir Ihnen ein wenig Blut und isolieren daraus die natürlichen entzündungshemmenden Substanzen. Dieses Konzentrat spritzen wir dann an die gereizte entzündete Sehne. Das Ganze wird 4 bis 6 Mal im Abstand von circa einer Woche wiederholt. Eine Alternative im wahrsten Sinne des Wortes ist die Behandlung mit homöopathischen entzündungshemmenden bzw. stoffwechselanregenden Medikamenten, zum Beispiel Traumel. Auch das muss in aller Regel 4 bis 6 Mal im Abstand von jeweils einer Woche wiederholt werden. Ein wichtiger Aspekt dieser Behandlung mit homöopathischen Substanzen ist, dass wir im Rahmen der Injektion die Sehne mit einer sehr, sehr dünnen Kanüle ganz gezielt minimal verletzen und dadurch ihre Selbstheilungskräfte mobilisieren. Dieses Phänomen bezeichnen wir Mediziner als Healing Response. Sie sehen also, es gibt eine ganze Palette von erfolgversprechenden Maßnahmen zur Behandlung Ihrer Achillessehnenreizung.
Bessern sich Ihre Beschwerden jedoch nicht, sollte überprüft werden, ob eine Operation sinnvoll und erforderlich ist. Denn ständig Schmerzen haben, das nervt und das ist besonders kritisch, Ihre Achillessehne kann reißen. Mehr zur operativen Behandlung von Achillessehnenbeschwerden finden Sie auf unserem Kanal. Und damit Sie immer gut informiert bleiben, abonnieren Sie ihn am besten direkt. Oder Sie vereinbaren einen Termin hier bei uns in der Klinik am Ring. Bleiben Sie gesund, Ihr Stefan Preis.